Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. Karl Orff, um ihn geht es uns. Carmina Burana, von ihm geht ja immer. Die rhythmischen, treibenden Chöre, kann man noch schön Lichteffekte dazu machen. Karl Orff, ein Mann, der musikalisch gerne Tradition und Moderne verband, aber auch jemand, der den Nazis nicht aus dem Weg ging. Um es mal so zu formulieren. Vor 125 Jahren wurde er geboren. Am liebsten saß ich unter dem Klavier, meiner Mutter zu Füßen, wenn sie spielte. Musik zieht den Jungen magisch an. Karl Orff, ein Münchner Bub, geboren 1895. Der Vater ist Offizier, die Mutter eine hochbegabte Pianistin. Mit 5 erhält Orff von der Mutter Klavierunterricht, beginnt auch selbst zu komponieren. Orff wirft das Gymnasium hin und studiert Turnkunst, wird später Kapellmeister in München, Mannheim und Darmstadt. Eine künstlerische Begegnung in diesen jungen Jahren sollte ihn prägen. Seine Tochter Godela erzählt. Er wurde mitgenommen zu seinem Tanzabend von dieser Mary Wiegmann. Er sah Tanz ohne Begleitmusik. Dann sah er Tanz nur mit Trommel, also nur mit Rhythmus. Da merkte er, eines der Urphänomene ist der Rhythmus. Orff entwickelt bald, Anfang der 1930er Jahre, ein Konzept der Musik- und Bewegungserziehung für Kinder, lässt die dafür geeigneten Musikinstrumente wie Xylophon, Glockenspiel oder Trommeln bauen. Sein Schulwerk macht Orff bei Pädagogen in aller Welt bekannt. Eine erste Umsetzung des Schulwerkes scheitert allerdings. Der zuständige preußische Kultusbeamte wird abgesetzt, als die Nazis an die Macht kommen, weil er Jude ist. Auch Orff hat eine jüdische Großmutter, was er von nun an strengstens verbirgt. Der heimatverbundene Bayer bleibt in Deutschland und sollte bald seinen Durchbruch als Komponist feiern. Fortuna hatte es mit mir gut gemeint, als sie mir einen Würzburger Antiquariatskatalog in die Hände spielte, in dem ich einen Titel fand, der mich mit magischer Gewalt anzog. Carmina Burana. Orff vertont 25 ausgewählte, meist lateinische Texte der aufgefundenen Lieder und Gedichte aus dem 13. Jahrhundert. Die szenische Kantate Carmina Burana, uraufgeführt 1937, sollte Orff zu einem der meistgespielten Komponisten des 20. Jahrhunderts machen. Führende Nazi-Ideologen indes sind seine bayerische Niggermusik, die lateinischen Texte und die angebliche Jazzstimmung nicht geheuer. Doch der nun berühmte Komponist darf weiterarbeiten. Er hält sich mit politischen Äußerungen zurück, schreibt 2 Märchenopern, nimmt aber auch ideologisch mehr als fragwürdige Aufträge an. Erst nach 1945 konnte sich Orffs Schaffen national und international ungehindert ausbreiten, schätzt der Orff-Kenner Thomas Rösch ein. Karl Orff macht sich nun daran, sein pädagogisches Konzept der elementaren Musik zu propagieren und umzusetzen. Als Komponist wendet er sich immer wieder antiken Stoffen zu. Er nutzt dabei bewusst den Klang der alten Sprachen, besteht darauf, dass seine Vertonungen keine Opern seien. Auch bei seinem letzten Werk, das 1973, 9 Jahre vor seinem Tod, Premiere feiert, De Temporum Fine Comedia, das Spiel vom Ende der Zeiten. Orffs Resümee als Komponist: Das Wichtigste, was ich getan habe, ist, glaube ich, dies. Ich habe die Musik wieder mit der Sprache versöhnt und mehr noch, Musik ist für mich die Musik der Griechen als Einheit von Klang, Sprache und Bewegung.